Es ist nicht so leicht zu fassen, was da auf Düsseldorf zurollt. Die Tour de France startet in der Landeshauptstadt. Grund genug für großen Bahnhof hier in der Stadthalle des Kongresscenter Süd der Messe Düsseldorf. Wir hatten schon sehr viele Sportfunktionäre hier in Düsseldorf, aber noch nie Sie hier in Düsseldorf, bei uns auf der Messe. Herr Prudhomme, herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Danke, dass Sie hier sind. Beim vierten Gastspiel der Tour in Deutschland also Düsseldorf. Le Grand Départ und die zweite Etappe. Die erste, ein Einzelzeitfahren mit Start an der Messe entlang dem Rheinufer, zwei Brücken mit kleiner Schleife über die Königsallee und am Fluss entlang zurück zur Messe. 13 Kilometer, wie gemacht, besonders für einen Deutschen. Die deutschen Fahrer gewinnen oft. Die weltbesten Sprinter sind Deutsche. Toni Martin ist der beste Rouleur der Welt. Deutschland hat bisher die meisten Etappen der Tour de France gewonnen. Also gab es einen echten Drang, hierhin zurückzukehren. Deswegen kam die Bewerbung von Düsseldorf gerade zur rechten Zeit. Zurückzukommen ist eine tolle Sache, 30 Jahre nach dem letzten Start der Tour in Deutschland. Das war in West-Berlin vor dem Mauerfall 1987. Wir sind daher glücklich und stolz zugleich. Die zweite Etappe, vielen begeisterten Radfahrern Düsseldorfs vermutlich gut bekannt. Ein neutraler Start mit Schleife durch die Altstadt, dann offizieller Start an der Kaiserstraße. In Grafenberg tatsächlich eine Bergwertung. Dann etwa 50 Kilometer durch das alte Gerresheim, Erkrath, das Neandertal, Mettmann, Ratingen und Premiere in der Geschichte der Tour erneut durch den Startort. Wie es dann nach der Rheinquerung in Düsseldorf weitergeht, steht noch nicht fest. Die ganz, ganz breite Mehrheit der Bevölkerung freut sich drauf. Ist jedenfalls der Eindruck, der bei mir entstanden ist. Ich kriege ja auch viele Zuschriften. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der sagt, ihr müsst gucken, dass er das mit dem Sponsoring hinkriegt. Ich kann Ihnen versichern, wir sind da, wir werden da alles unternehmen. Und es ist ja auch ein attraktives Ereignis, um für Unternehmen sich zu präsentieren, der Öffentlichkeit, ihren Kunden. Also von daher, glaube ich, haben wir auch was zu bieten, um einem Sponsor da eben eine adäquate Gegenleistung anzubieten. Viele Unternehmen Düsseldorfs haben bereits zugesichert, den Event als Sponsoren zu unterstützen, die Zustimmung der Gremien vorausgesetzt. Am Ende glaubt Oberbürgermeister Thomas Geisel an die schwarze Null. Den Marketingwert schätzen Fachleute auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.